herzlich willkommen zurück zu... Ja, die Aufnahme wurde begonnen. Ich mache doch gerade die Anmoderation, oder? Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Und heute fahren wir ein... Alles klar, Typ. Geh einfach durch mein Fahrzeug. Ist wunderbar. Oh, ja, komm, genau wieder zurück. Sehr schön, du machst das wunderbar. Ja, heute ein kleines bisschen Besonderes. Weil wir fahren jetzt nicht einfach nur den Stadtbus NL263, sondern wir fahren den NL223. Erstmal an sich nicht viele Änderungen. Aber ich glaube, das werden wir gleich hören. So, von innen natürlich auch alles muy bien. Man kann halt alles noch selbst einstellen, wie man das möchte. Ja, die alten Fahrkartenautomaten. Ja, jetzt habe ich hier ein Standbild. So. Und selbstverständlich natürlich meine Anzeige. Also es ist nicht meine, aber es ist meine Lieblingsanzeige. So. Wir fahren die Linie R52. Er steht immer noch für Regionalbus. Und ja, wir fahren vom Kaisertalmarkt nach Laupendal Hauptbahnhof Südeingang. Und ich habe mir überlegt, also die R49, die wir ja letzte Folge gefahren haben, die sind wir ja gefahren wie die letzte Rampensau. Ja, heute fahren wir einfach nochmal normal. Den Rückweg gucken wir mal. Den Rückweg fahren wir dann mit der R53. Die fährt auch vom Laupendal Südbahnhof, Hauptbahnhof Südeingang nach hier zum Kaisertal. Nur halt eine andere Linienführung wie die 52. Und dann fahren wir nochmal die R49, ebenfalls etwas, ja, angemessener. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Okay, so, aber jetzt mal genug über die Zukunft gelabert. Jetzt wollen wir erstmal die Gegenwart genießen und wir werden jetzt den Motor aktivieren. Ja, das klingt ja schon mal richtig geil. Achso, die Hilfsteile mache ich mich mal an. So. Die an? Nein, doch sind sie. Okay. Jetzt kommt wieder der Typ. Ich laufe mal durch den Bus. Jetzt komme ich gleich hier zurück. Pass auf. Blub, blub. Ja, Kaspar. Super. So, wir müssen. Wo müssen wir eigentlich hin? Abfahrt. Ja, wir müssen auf Steg 1. Alles klar. Gut, dann werden wir jetzt erst einmal die Zeit vorspulen. Weil wir fahren um 7.35 Uhr. Nicht 30, 35. I'm sorry. So. Und ja, ich würde sagen, auch wenn der Vorratsdruck noch zu gering ist, wir kriechen mal nach vor. Ich hatte gerade schon ein bisschen die Befürchtung, dass sie nicht einsteigen. Hallo. Aber sie tun's. Guten Morgen. Es ist viel zu kalt hier drin. Ey, sie sind gerade nur Weiber eingestiegen, ne? Das sind alles so... Gefühlsschwankungsweiber. Es ist viel zu kalt hier drin. Ich meine, wir können es natürlich ein bisschen warm machen. Also ich habe mal... Originalwetter Ligier ging nicht, weil ich keine Internetverbindung gerade habe. So. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. So. Ja. Ja. So. Kein Plan. Ja, diese extremen Standbilder werde ich einfach rausschneiden. So. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen den Vorratsdruck aufbauen. Das dauert noch ein bisschen. Wir haben noch ein Minütchen. In der Zeit könnten wir ja einfach mal ein bisschen übers Wetter reden. Wie immer. Das typischste Thema der Deutschen. Wir reden übers Wetter. Und zwar ist euch doch bestimmt aufgefallen, dass es arschkalt ist. Und ich wollte auch eigentlich gerade gesagt haben, ich habe keine Internetverbindung, um das Originalwetter einzubauen. Deswegen habe ich mir einfach mal selbst eine Szenerie erstellt, wo es halt einfach kalt ist. Wir haben momentan 9,6 Grad bei uns. Und wir haben 11:30, schon fast Mittagszeit. Also es ist wirklich kalt. Ich habe auch die Heizung an, ich bin ganz ehrlich. Ja. Jetzt fahren wir schon mal ab.
scheiße. Aber warum ist das denn? Ist er denn doof? Der doch. Mann. Oh. Ich krieg die Krise bei dem Verkehr. So. Wir werden die Heizung auch gleich wieder ausmachen, weil sonst hört man die Sounds nicht so gut. Ja, ich mich sofort raus bei dem Fahrer. Oh. Ich muss sagen, ich bin eben erst aufgestanden. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich stehe. Ja, jetzt sind wir halt erstmal wieder 25 Minuten zu spät. Juhu. Kirchgasse. Juhu. Also, ich bin auch nicht ganz dabei. Ja. Jedenfalls ist es bei uns arschkalt. Und vor allen Dingen ist es die letzten Tage auch immer sehr windig gewesen. Da muss man ja auch sagen. Das ist alles so zusammen kombiniert. So. Ich fand, mit Strickjacke war es okay rauszugehen, wenn der Wind nicht gewesen wäre. Der Wind hat einem so diese Kälte in die Fresse geschlagen. Muss das hier so kalt sein? Ja, ich bin doch schon dabei. Keine Ahnung, wir lassen es mal einfach so. Ich hoffe, da passiert auch irgendwas. Ja. Ja, und zwar, die Sounds sind natürlich wieder von einer bekannteren Person, einer sogar sehr bekannten Person, und zwar Morphy. Ah, ja, wer soll es anders sein? Soundspot-Mods von Morphy. Morphy hat sich auch mal an den MAN gewagt. Und nichts Schlechtes ausgeliefert, also. Er hat halt hier diesen NL223 rausgebracht. Man hört zum Beispiel, wenn man die Bremse löst, das hört sich, also wenn ich ehrlich bin, hallo, wenn man jetzt die, das mache ich mal jetzt einfach gleich mal, ich löse jetzt mal gleich die Bremse, das hört sich für mich an, als würde einer einen Katana schwingen. Ne? Krass, oder? Finde ich lustig. Weiß ich natürlich nicht, ich fahre mit dem Bus sehr selten, weil, ja, Coco, weil der Typ bei uns in Aachen nicht verbreitet ist. Also hauptsächlich fahren bei uns halt andere Fahrzeuge, Line Cities oder die C2 oder die Citaros oder ne, whatever. Die NL-Fahrzeuge hier sehr, sehr selten. Also die Privatunternehmen fahren die teilweise. Lenny Koppermann hat zum Beispiel viele dieser Fahrzeuge. Wobei sie ist eine Privatunternehmerin und hat halt nicht ein Riesenfuhrpark, ne? Also ich sag jetzt mal, ich glaube, die hat 20, 25, 30 Fahrzeuge oder so hat die. Von daher, ich kenne die auch nur aus Bonn und in Bonn fahren die ja auch. Ja, da war ein Unfall. Ich war ja mal in Bonn Student, von daher kenne ich die Fahrzeugtypen da ein bisschen. Und die hatten die hier auch. Aber ich bin halt damals nie so richtig auf den Sound, konnte nie so richtig den Sound genießen, weil die Busse immer voll gewesen sind. Und dann hat man die halt nie so gut rausgehört. Jetzt überlege ich gerade, welcher Sound ist mir denn immer so richtig extrem hängen geblieben? Was war das denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Facelifts waren das gewesen. Vom Citaro. Auf jeden Fall cool gemacht bei den Fahrzeugen hier, muss ich sagen. Wenn man etwas abbremst und den Berg runterfährt, dann schaltet der einen Gang runter. Richtig geil, wir machen das jetzt nochmal. Okay, macht's gerade nicht. Ja, okay. Schade. Da war unser Katana wieder. Es sind sehr enge Straßen hier, wenn ich das mal ehrlich sagen darf. Ja, regt euch da mal nicht auf. Oha. Da waren die Türen doch zu. Hallo. Hallo. Einmal normal, bitte. Guten Tag. Eine normale Karte. Jetzt geht's aber los. Rechnen so früh am Morgen. Was hat er mir gegeben? 10. Dann hat der
80 zurück. Dann haben wir 4, danke. 6, 18. Einen normalen Fahrschein, bitte. Normalen Fahrschein. Muss das so klein sein? Ja, ich wollte dich gerade ein bisschen ärgern. Habe ich gerade richtig Lust zu gehabt. Auf jeden Fall, ich finde... Also ich habe in der letzten Folge... Auf jeden Fall, ich finde... Wie ich in der letzten Folge gesagt habe... Habe ich ja gesagt, de facto, hier fährt ja kein Schwein mit den Regionalbuslinien. Warum gibt's sie überhaupt? Oh, da ist der Kollege. Der antriebskriptlose Kollege. Ja. Gabelung. Ich muss sagen, also ich nehme das nicht zurück. Also ich nehme das zum Teil zurück. Und zwar, natürlich schade, dass halt nicht so viele Fahrgäste mitfahren. Ich hatte echt mehr erhofft. Also eigentlich könnte ich hier mit dem Citaro K oder mit dem Facelift-Car oder was auch immer hier lang fahren. Auch weil die Straßen so eng sind. Aber gerade das ist das, was die Regionalbuslinien so ausmacht. Die haben irgendwie so eine Art Eigencharakter, weil die halt extrem dünne Straßen benutzen, also so extrem enge Straßen, weil sie eben überlandmäßig auch fahren. Also ich finde, die Regionalbuslinien haben schon eine geile Wegführung. Also so durch enge Gassen, durch Landstraßen, die auch sehr eng verknüpft sind. Wie wir das ja bei der R49 gemerkt haben. Hallo. Eine Tageskarte, bitte. Tageskarte war 67. Dann gibt es, glaube ich, 40 wieder, ne? Ja. Okay. Also das finde ich jetzt schon sehr charakteristisch schön dargestellt, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, ich habe meinen Numlock wieder ausgemacht, siehste, das hat man gerade gemerkt. Ich habe einen Blinker ausgemacht und das Numlock war nicht aktiviert, deswegen gab es einen Leck. Ja, also es ist, die Regionalbuslinien haben was. Sie werden zwar nicht jetzt super benutzt, also es ist kaum Auslastung auf der Linie von der Fahrgastkapazität her, aber es macht Unmengen Spaß, diese Strecken abzufahren. Ich muss jetzt nach links rüber, ne? Salzmannstraße. Zugang zum Naturkundemuseum. So, hier bremse ich was ab, weil ich bin letztens mit so einer Geschwindigkeit hier hochgefahren, das war aber noch mit dem Gelenkbus. Mit so einer Geschwindigkeit hochgefahren, dass die aussteigen wollten, weil ich wohl den Boden gerammt habe. Dieses Katana, ey. Also Städtedreieck ist auf jeden Fall ohne Spaß. Nein, also es macht mega Spaß, aber Städtedreieck ist auf jeden Fall eine Karte, die man gefahren haben sollte. Ich weiß, es gibt jetzt viele Leute, die sagen, ich kann die nicht fahren. Die Karte lädt bei mir nicht oder, ne? Was sehr schade ist, also ich weiß es halt nicht, ich kann da halt nichts zu sagen, weil bei mir funktioniert's ja. Aber die Leute, die es fahren können, fahrt sie. Und die Leute, die es nicht fahren können, ich weiß nicht. Lok viel angucken, gucken, was fehlt. Guten Tag. Hallo. Hallo. Vielleicht mal im Forum nachfragen. Ich habe ja selbst keine Ahnung. Darum sage ich jetzt auch nichts mehr dazu. Also, nachher sage ich irgendwas Falsches. Das möchte ich nicht. Ich bin auch ganz ehrlich, also diese Aachen-Wahlheim-Map, die es da gibt, ne? Wäre ich ja eigentlich ein toller Fan von, aber sie funktioniert auch bei mir nicht. Von daher kann ich das nachvollziehen, ja, wenn ihr sagt, das 3 geht nicht. Ja, keine Abmahnung. Kastanienwald. So. Kastanienwald, alles klar. Jetzt, wo ich gerade so ein bisschen morgenmuffelig, also ich bin ja, was heißt morgenmuffel, ich bin kein Morgenmuffel, aber ich bin ja gerade einfach noch wach werden und so,
Aber mich würde jetzt einfach mal total interessieren, seid ihr ein Morgenmuffel oder seid ihr es nicht? Wie werdet ihr am besten wach? Ich kann euch das ja mal erzählen, so aus meiner Perspektive. Wenn ihr mich hier durchlässt. Und zwar habe ich, ja, also bei mir ist das so, ich wache auf morgens. Hallo. Morgen. Und guten Morgen, ja. Mit viel reden ist bei mir nicht. Also ich rede allgemein auch nicht viel, wenn ich gerade aufgestanden bin. Achso, warte, ich muss gucken, ob die Ampel rot-grün ist. Jetzt wäre ich fast einfach gefahren. Also ich, wenn ich dann in die Küche komme morgens und die anderen sind dann auch schon wach, dann ich bin nicht so der Freund von Gesellschaft am Morgen. Also am Morgen brauche ich eigentlich meine Ruhe, um halt perfekt wach zu werden. Ich mache mir dann meistens immer Cornflakes, setze mich dann wieder in mein Bett und gucke dann Cartoons. Mache ich immer. Jeden Morgen. Da müssen wir nach links rüber. Ja, gucke Cartoons. Macht Spaß. Wenn ich dann fertig bin, bleibe ich meistens immer noch sitzen, gucke halt auf jeden Fall den Cartoon, gucke ich auf jeden Fall zu Ende. Also ich mache jetzt nicht, weil die Kopfschüsse leer ist, dann Cartoon aus. Und dann, wenn der Cartoon vorbei ist, ja, dann wasche ich mich, mache mich fertig für irgendwas, auch immer gerade ansteht. Wie jetzt zum Beispiel heute mal die Aufnahme. Ja. Kreuzung Sprackel. Kreuzung Sprackel ist doch die nächste, oder? Ja, ich glaube, hoffe es. Und dann, perfekt wach bin ich natürlich noch nicht. Meistens ist ich übelst gerne, trinke ich diesen Kaffee aus dem Kühlregal. Also diesen kalten, zum Beispiel Frappuccino, also Frappuccino an sich, ne? Cappuccino, den kalten. Ja. Ist ja okay. Kalten Kaffee, also dieser aus der Tiefkühltruhe, der fertig, den man im Penny, weiß ich wo, überall kaufen kann. Das ist eigentlich so, dass ich übelst gerne trinke und was mir auch auf jeden Fall hilft, wach zu werden. Da hast du dich aber noch früh entschieden einzusteigen. Mach hin, die Ampel ist gerade grün. Hallo. Bin sowieso schon zu spät. Nee, Leute, es hat, ach komm, es wird jetzt eh rot. Habt ihr aber Glück gehabt. Guten Tag. Ist Ihnen aufgefallen? Eine Fahrkarte, bitte. Weißt du, die Leute steigen ein, beschweren sich und wollen dann auch noch was vom Busfahrer verlangen. Du weißt, wenn ich dir das nicht gebe, dann darfst du nicht mitfahren. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Und ich weiß, du musst zur Arbeit. Auch wenn ich zu spät bin. Diese Funktion wünsche ich mir noch in OMSI. Hallo? Einfach diese Leute abweisen zu können. Nein, nichts, hallo. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Du hast jetzt gerade bei mir verkackt. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Du hast, ist mir jetzt egal. Wir werden das jetzt genießen. Und ich habe grün. Hallo. 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 Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ein Morgenmuffel bin. Hallo. Ich kann ein Morgenmuffel sein, ja, aber ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Hallo. Muss nicht sein. Also ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ich bin eigentlich nur ein Morgenmuffel, wenn zum Beispiel Komponenten fehlen. Komponenten fehlen. Wie zum Beispiel Standbilder, ja. Hallo. Nein, wie zum Beispiel das Frühstück. Ohne Frühstück morgens bin ich einfach überhaupt nicht fit den Tag über. Das merke ich. Hallo. Und Frühstück, ich definiere Frühstück meistens einfach nur als eine Schüssel Cornflakes. Hallo. Oder vier Scheiben Toastbrot. Hallo. Oha. Ja, Kollege. Machst du?
Hallo. 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 Entschuldigung. Komm, bieg schneller ab. Hallo. Der Kollege holt mich auf. Hallo. Hallo. Ist das hier die Eisenbahnstraße? Nee, ne. Lautendal Hauptbahnhof. Oh, doch, das war die Eisenbahnstraße. Hallo. 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 Schönen Krankenwagen. Mal Hallo. So. Hallo. Ich hoffe, der Krankenwagen kommt jetzt nicht. Ja, wir haben es verstanden. Ist okay. Also halt ich bin Schnauze. Da den ganzen Tag unterwegs und deswegen danke. Du auch, ja. Ziege. Da vorne ist der Krankenwagen. Das heißt, wir müssen eben warten. Hallo. Aber die Sounds von Morphe gefallen mir recht gut. Ich werde sie natürlich für die... Oh, Leute, warum braucht ihr denn so lange zum Aussteigen? Die Leute, die den Sound mal von Morphe werde ich natürlich verlinken. Das ist ja klar. Den Bus erhaltet ihr bei Steam. Aerosoft. Einfach mal suchen. Nom, nom, nom. Hier ist zwar rot, aber hier fährt eh keiner lang. Jetzt darf ich eingeben. Lautendal Hauptbahnhof. Main Station. So, jetzt haben wir es gleich auch geschafft. Das nenne ich mal geil. Busstieg 4, ich muss Richtung Busstieg 2. So. Der muss mal hier hin. Sehr schön. Also ich habe natürliche Außenschiebetüren. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin irgendwie total gerade fanatisch nach Außenschiebetüren. Nur vorne nicht. Also vorne habe ich immer die Innenschwenktüren, weil ich habe noch nie außer halt einflügelige Außenschwenktüren Außenschwenktüren vorne gesehen. Bin ich jetzt gerade ernsthaft im Arm? Wie stehe ich denn hier? Also das ist doch schon ein bisschen peinlich, oder? Ja, egal. Ich darf jetzt fahren. Nasenbeutel, der Michael. Ja! Mann, ich hänge hier fest. Ah. Ja, was mache ich denn hier? Irgendwie. Erste Stunde Fahrschule, also konzentrieren. Ist ja nichts dagegen, ne? Konzentrieren kann ich mich morgens auch noch nicht zu 100%. Lautendal Hauptbahnhof, Südeingang, Endhaltestelle. Endhaltestelle. Ja, das heißt, wir kommen der Folge wieder dem Ende zu. Oder dem Ende nach, egal. Ihr wisst, was ich meine. Oh, ja. Huch. Alles klar. Heute wird mein Zimmer ein bisschen renoviert. Aber da reden wir ein andermal drüber. Über Renovierungen. Renovierung. Renovierung? Nee, Renovierung. Ja. Renovieren. Also, es ist irgendwie komisch. Je öfter man ein Wort sagt, umso komischer kommt das vor. Renovierung. 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 Renovierung? Renovierung. Renaissance. Ja. Renovierung. Gott. Das erinnert mich gerade wieder an die Hauer mit dem Motherfolge. Schüssel. Schüssel. Schüssel.
Schüssel, Schüssel, Schüssel. Je öfter man ein Wort sagt, umso komischer klingt es. Ist einfach so. So, jetzt fahren wir nach links, dann sind wir da. Und hier beginnt dann auch die Linie 53 von... Oh, nee. Von daher sehen wir uns ab hier in der nächsten Folge direkt wieder. Und das war's dann jetzt auch erstmal. Ich hoffe, dieser Bus gefällt euch genauso wie mir. Wie gesagt, der Mod wird verlinkt. Ansonsten... In der nächsten Folge sehen wir noch ein modifiziertes Fahrzeug von Morphy. Das möchte ich jetzt aber nicht verraten. Ja. Die Leute, die den Mod schon kennen, wissen vielleicht, wen ich meine. Aber bis dahin müssen wir erstmal abwarten. Haut rein, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. Morgen, Muffel. Ach nein,